Frenkel Fortset. Heute. Let's Play U-Bahn Simulator. Zurückbleiben bitte. Johannisthaler Chaussee. Ja, das wollte ich Übergang eigentlich nicht. Übergang zum Metrobus. Das ist ja immer noch die Johannisthaler Chaussee hier. Da steht's. Ich weiß nicht, U-Bahn-Stationen schauen immer irgendwie aus wie Klos. Wie komplett riesengroße Klos, wo du deinen Hund hinführen kannst und der dann bei diesen Kacheln, bei diesen schönen Fliesen überall so richtig mal hinscheißen. Hä? So, nächste Station. Britz Süd. Übergang zum Metrobus. Schon wieder ein Übergang zum Metrobus. Das langweilt mich, Mann. Warum passiert jetzt da nicht endlich was? Ich habe doch Noteinsatz gestartet. Was soll denn der Dreck? Kann jetzt mal bitte irgendeiner einen Herzanfall haben oder so? So macht das doch keinen Spaß. Ich kann doch jetzt nicht die ganze Strecke abfahren, mal ernsthaft. Da schlafen einem ja die Füße und sonstige Körperteile und Glieder ein. Aber die scheinen das ernst zu meinen hier mit dem U-Bahn-Simulator. Da muss man einfach mal ein bisschen durchhalten, gell? Ausstieg links. Tja, und schon sind wir wieder hier. In unserem Revier. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Also ich muss jetzt wohl bis zum bitteren Ende, bis zum Rathaus Spandau fahren. Na, herzlichen Glückwunsch. Naja, gut, ihr könnt ja vorspulen, wenn es euch langweilt. Ich kann leider nicht vorspulen. Ich will wissen, was mit diesem blöden Notarzteinsatz ist. Ach scheiße, ich bin ja viel zu früh, oder? Kacke. Muss ich irgendwie mal bei der nächsten Station mal kurz aussteigen und mir irgendwie, keine Ahnung, meinen Schniedelwutz ausbringen oder so. Parchima Allee. Übergang zum Metrobus. Weil ich bin ja echt zu früh dauernd, ne? Wohl, macht's was? Nö. Scheint keinen zu kratzen. Wobei, es gibt dann so eine Auswertung, glaube ich, und da wird es dann vielleicht doch negativ angemerkt. Jetzt komm mal bitte zum Notarzteinsatz, das ist doch ätzend hier. Ich fahre hier doch eine Tage lang durch die Pampa. Was ist das für eine Scheiße? Ausstieg links. Eieiei. Das war fast ein bisschen... Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Na gut, solange es nicht die Endstation ist, ist es egal, offensichtlich. Zurückbleiben bitte. Nee, warte mal. Das machen wir jetzt anders. Ich bin zu früh. Ich kann ja jetzt nicht irgendwie... Mann ey, Abfahrt 18:44. Komm, steigen wir mal aus. Machen wir mal wieder eine Erkundungstour. So, wenn ich da rausgehe, komme ich wahrscheinlich wieder, bleibe ich wieder stecken, ich Blödmann. So, was haben wir denn hier? Wir haben ja wieder eine Station, die wir noch nicht kennen, ne? Parchima Allee, kein Durchgang. Hier komme ich wie immer nicht rein. Das hier sieht schon ganz okay aus. Also das ist halt, ja, wie eine U-Bahn halt, ne? Mehr reinstecken. Wie soll ich denn das verstehen, du kleiner perverser Automat? Ne, also wirklich... Das ist ein Onanierautomat oder was? T-Online! Da haben sie aber ihren ganzen Humor ausgepackt hier. So, das ist wieder einer von... ja, das hier ist ein Computerspieler, ja? Ein Computer- und Videospieler. Die sehen so aus, ja? Und zwar erkenne ich das am rechten Arm, ja? Computer- und Videospieler, also ihr, ja? Ihr pickligen, vollpubertären Bubis, ja, ihr habt alle keine Freundin, ihr bildet sie euch ein. So, und deswegen nehmt ihr da den Arm so rum. Verstehst du? So, daran erkennt man Computerspieler. So, habt ihr wieder was gelernt, gell? Uran! Wir machen teuer. Mann, 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 das sind ja mal Spaßvögel, die Entwickler. Ist die Uhr hier in, ja, die sieht sogar aus, als ob sie funktionieren würde. Hm.
Ja, auch hier gibt es keine PC Action. Das ist ja mal ein ganz schlechter Kiosk. Wobei heutzutage ist die PC Action natürlich nicht mehr gut, weil ich bin ja nicht mehr mit dabei. Das muss man ja schon mal so sagen. Ja, auch sie hält ihr Ohr wieder fest. Ja, ach. Ja, toll, ne? Also irgendwie, kein Notfall, gar nichts war bislang. Oh, geile Schlampe. Das ist die schönste Frau im ganzen Spiel. Die anderen sind alle so, naja, wie soll ich sagen? Arschhässlich? Pottenhässlich? So, gut. Also, wir gehen jetzt mal zurück. Wir müssen jetzt gleich los, gell? Ach, ich kann ja die R-Taste drücken, dann beam ich zurück. Na, so langsam kommen wir dahinter, gell? So, dann schließen wir mal die Tür. Zurückbleiben, bitte. Oh, ein Echo war das gerade, ne? Und dann versuchen wir mal wieder loszufahren. Ja, und dann muss ich gucken, ob denn jetzt endlich mal was passiert. Es handelt sich hier nach wie vor um die sogenannte Mission Noteinsatz. Mit Ruhe bewahren und so. Klang echt spannend. Und was ist? Ist für ein Arsch gar nichts passiert. Ich fahre durch dunkle Höhlen durch. Wie ein Proktologe bei der Darmspiegelung. Und sonst passiert gar nichts. Nix. Null. Ausstieg links. Nicht mal irgendwie eine U-Bahn-Schlägerei, irgendwas Schönes, Interessantes, was man dann in den Nachrichten gucken kann. Mann. So, einsteigen, aussteigen, das funktioniert ja jetzt alles, aber ist es einfach ein völlig zielloses, sinnloses, blödes, auf Schienen herumgefahre. So langsam kriege ich ein bisschen eine Hasskappe. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt. Zurückbleiben, bitte. So, jetzt gucken wir mal, wie viele Stationen das noch sind. Auf meinem tollen Fahrplan, den ich hier vor mir liegen habe. Welche ist denn die nächste Station? Das erkunden wir gleich, indem wir die Taste 5 drücken, damit die sexy Dame ihre Ansage macht. Grenzallee. Ja, Grenzallee. Und dann sind es jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Stationen. Ihr habt sie doch nicht alle. Ich fahre doch jetzt hier keine 16 Stationen, bis was passiert. Nee. Also ein bisschen fahre ich jetzt noch und dann ist Feierabend. Dann könnt ihr euch die Mission in die Haare schmieren, in eine Körperöffnung eurer Wahl schieben. Ihr Entwickler hier, Mann. Ist doch wahr, oder? Also ich hoffe, ihr gebt mir da jetzt wenigstens ein Like für das Video, weil es ist ja voll die Quälerei hier. Und ich versuche euch irgendwie zu unterhalten, also bitte liked es dann auch, ja, damit es von vielen Leuten gesehen wird. Damit es in den Ranglisten steigt. So, was geht denn jetzt hier ab? Da geht's total bergauf, ey. Oh Mann, das war ja cool. Da war ja irgendwie so eine andere Ausstieg links. Treppe oder was, zu einer anderen Tür, aber kann man wahrscheinlich eh nicht benutzen. So, was haben wir denn überhaupt? Wie viel Uhr haben wir denn? Wir haben 18.46 Uhr, oh Gott. Na gut, okay, also, Uff, die Tür. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Jetzt geht's als nächstes ins berühmte Neukölln. Das möchte ich doch dann vielleicht mal sehen, wie es da aussieht. Ob da auch so mehr Schläger in der U-Bahn unterwegs sind, ob das realistisch ist. Ja, komm. Zurückbleiben bitte. So, Abfahrt ist 18.47 Uhr. Das ist jetzt auch gleich, gell? Deswegen legen wir mal einen Gang zu hier. Also, als nächstes kommt Neukölln. Ich fahre bis zum Rathaus Neukölln. Dann ist Feierabend. Dann ist Feierabend. Dann mag ich schon immer. Wenn da bis dahin nichts passiert ist, dann gönnt ihr mich mal kreuzweise. Okay, was war jetzt? Jetzt ist was passiert, oder? Melde keine besonderen Vorkommnisse.
Haben verstanden. Halten Sie Ihren Fahrplan ein. Oh, Scheiße. Wir haben einen medizinischen Notfall. Wo denn? Eine Frau ohnmächtig auf dem Boden. Ja? Wir brauchen hier sofort einen Notarzt. Können Sie bitte jemand Bescheid sagen? Ja, ja. Okay, ich rufe den Notarzt. Oh Gott, ich bin auch ein Ossi. Habt ihr das gehört? Melde einen medizinischen Notfall. Eine Frau ist zusammengebrochen und liegt bewusstlos auf dem Boden. Wo befinden Sie sich? Tunnelabschnitt Grenzallee Neukölln. Fahren Sie sofort Neukölln an. Der Notarzt ist unterwegs. Anschließend holen Sie den Fahrplan wieder auf. Durchsage Ende. Mann, ey, ein Befehlston ist das. So, also. Endlich haben wir irgendwie eine halbtote Frau im Zug. Endlich ist mal was passiert, ey. So, und wieso fährt das jetzt nicht? Irgendwas habe ich jetzt wieder falsch gemacht. Scheiße, was ist denn jetzt los? Fahrsperre. Oder? Ja, ich hab's rausgefunden. Da war eine automatische Fahrsperre. Ich hab's rausgefunden. Ich bin Gott. Ich bin so gut. Ich bin so der Beste von überhaupt der allerbeste, Leute. So, ich muss jetzt Neukölln anfahren, hat's geheißen, gell, oder? Melde keine besonderen Vorkommnisse. Na toll. Haben verstanden. Halten Sie Ihren Fahrplan ein. Durchsage Ende. Jetzt habe ich gedacht, ich muss vielleicht nach hinten und muss irgendwie Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Und die Frau, die da hinten liegt, ist, ja, keine Ahnung, Michelle Hunziker zum Beispiel? Ja, ja, wäre okay. Michelle Hunziker wäre okay. Aber nix ist. Ich muss wieder nur fahren. Ich werde wieder nur ausgenutzt. Ausstieg links. So, war jetzt hier der Notarzt schon, oder? Der Notarzt ist jetzt fort. Wo sind Sie? Bin in der Station Neukölln. Okay, holen Sie nun Ihren Fahrplan wieder auf, sonst kommt hier alles ins Stocken. Zentrale Ende. Habe verstanden. Ende und aus. Oh Gott, ich bin ein Ossi. Es ist 18.49 Uhr. Ach so, es ist schon zu spät. Shit, okay, alles klar. Zurückbleiben bitte. Ich verstehe. Das meinen die mit Fahrplan aufholen. Das machen wir doch jetzt glatt, oder? 18.50 Uhr ist es ja schon. Oh Mann. Ach, Abfahrt ist ja 18.49 Uhr. Was muss ich denn? Ich muss ja gar nichts aufholen. Die veräppeln mich. So, und jetzt müsste ich wahrscheinlich wirklich bis zum Rathaus fahren. Rathaus, nee, das könnt ihr vergessen. Das mache ich nicht. Also, wir haben gesehen, um was es geht. Ich werde jetzt bis zum Rathaus Neukölln werde ich noch fahren. Dann werde ich mal wie es da aussieht noch und dann war's das. Dann habe ich die Mission bestanden, das behaupte ich jetzt einfach mal. Ich kann ja speichern, ich kann sie ja irgendwann mal weiterspielen vielleicht. Naja, das wäre doch meine Maßnahme. Karl-Marx-Straße. So, danach kommt dann das Rathaus Neukölln wahrscheinlich. Ausstieg links. So. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Los, schneller. Zack, zack, raus mit euch. Rein meine ich natürlich. Zurückbleiben bitte. So. Und an der nächsten Station ist dann für mich Feierabend. Weil ich fahre ja nicht hier bis, da steht es ja auf dem Stationsmonitor, Ankunft 19.32 Uhr. Da müsst ihr ja jetzt, nee, das könnt ihr vergessen. Das könnt ihr selber spielen, ich habe da keinen Bock drauf. Ich mache dann die nächste Mission. Nee, da habt ihr doch sicherlich Verständnis für. Und wenn nicht, dann ist es mir auch egal. Steht links. Ich schätze mal in Neukölln, im Rathaus Neukölln, sieht es auch nicht anders aus als woanders, oder? Ausstieg links. Ja, komm, mach die Tür auf. So, und jetzt speichern wir hier. Und dann ist Feierabend. Erstmal.
einfach überschreiben. Beenden. Ja? So. Und jetzt versuchen wir unser Glück hier mit einer neuen Aufgabe. Zwischenfall. Szenario 1. Die Leitstelle meldet einen kleineren Wasserrohrbruch auf ihrer gegenwärtigen Strecke. Alle Züge sollen diesen Bereich mit Schrittgeschwindigkeit passieren. Achten Sie auf Meldungen und folgen Sie den Anweisungen der Leitstelle. Erstatten Sie nach Passieren des Bereichs gegebenenfalls Meldungen über Funk. Taste V. Die geile Taste. Die Lieblingstaste. Die Super-Duper-Taste. Und holen Sie anschließend Verspätungen unbedingt wieder auf. Das ist doch die gleiche Scheiße nochmal, ey. Was ist das zweite hier? Was wäre das hier? Ah, das klingt fast ein bisschen spannender. Ist egal. Ich versuch's trotzdem, ja?